Ja, möchtest du Bitcoin im Network Marketing verkaufen? Hier gibt es zwei Problematiken auf Facebook und ich möchte die Erfahrung ja von mir und meinen Kunden weitergeben, sodass du einfach ja mit Bitcoin im Network Marketing noch mehr Erfolg haben kannst. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi und im Network Marketing war mein Umsatz im 7. Monat bereits 210.000 Euro, allerdings ohne meine Freunde anzusprechen und den ganzen Oldschool-Methoden. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen, dass ich es noch rausbringe. Es ist noch früh. Punkt 1, ja. Wie kannst du Bitcoin verkaufen im Network Marketing, indem du die Triggerwörter kennst und beachtest? Also Triggerwörter sind Wörter, wenn du die in einem Posting erwähnst, als Text, aber auch in einem Bild oder in einem Video, in einer Sprachnachricht, dann erkennt das der Algorithmus bei Facebook und bei Instagram und das hat dann die schlechte Folge sozusagen, dass dein Posting nicht sichtbar ist für deine Freunde, nicht sichtbar für deine Gruppenmitglieder, nicht sichtbar für deine Fans auf deiner Fanpage. Und wir haben die Problematik, dass wir einige solche Triggerwörter im Bitcoin-Bereich haben. Das ist zum Beispiel mal Bitcoin, das ist Coin, das ist Geld verdienen, das ist Finanzen, das ist Krypto, das ist Kryptowährung und all diese Begriffe. Das heißt, ich würde dir empfehlen, diese Begrifflichkeiten nicht zu erwähnen, weil du dir sonst schwer tust, wirklich Bitcoin im Network Marketing zu verkaufen. Der zweite wichtige Punkt, wenn du Bitcoin verkaufen möchtest im Network Marketing, sind die Charts. Also es ist manchmal schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie die Bitcoin hochgehen und mit einem Investment, sage ich mal, von ein paar hundert Euro, was man hier erreichen kann über einen gewissen Zeitraum. Und das gleichzeitig ist die Problematik, weil es in das neue Update der sogenannten Wirkaussagen fällt. Ich möchte das kurz erklären. Als Basis dient eigentlich die EU-Verordnung der sogenannten Health Claims. Das ist eigentlich ein Gesundheitsgesetz, wo man sagt, man darf Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel nicht sagen, in 4 Tagen erreichst du dieses Ergebnis. Das Ganze hat sich gewandelt bei Facebook und bei Instagram und verfeinert. Und jetzt ist es auch so, dass unter Wirkaussagen eine Wirkaussage eine finanzielle steht. Und wenn du jetzt einen Chart reingibst von deinen Bitcoins im Network Marketing und sagst, das ist eben vor 3 Monaten gewesen, das ist jetzt und dann sieht man die Entwicklung. Dann erkennt das Facebook und Instagram sofort und zeigt diese Postings nicht an. Das heißt, es ist ein bisschen Post and Pray. Du machst viele Postings, aber du wirst hier wenig Ergebnis haben. Kommen wir zu Punkt 3. Was ist jetzt die beste Lösung, um im Network Marketing Bitcoin zu verkaufen? Aus meiner Sicht, dass du Menschen zu dir bringst. Dass du weggehst von dieser Akquise, weil Akquise, hier gibt es noch weitere Einschränkungen. Zum Beispiel darfst du keine Links versenden im Messenger. Keinen Link in ein Posting geben, also du darfst zum Beispiel keinen Link zu deiner Bitcoin-Company im Network Marketing eingeben und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Wir haben derzeit eine Quote von 100 zu 1, also du brauchst 100 Nachrichten an fremde Menschen, um einen Kunden für deine Bitcoin-Network-Marketing-Firma zu gewinnen oder einen Vertriebspartner. Es geht aber auch anders, indem du den Spieß umdrehst und du dich finden lässt. Also jetzt bei Google geben Menschen ein, wie kann ich Bitcoin kaufen, wo kann ich Bitcoin kaufen, Erfahrungen von Network Marketing, Bitcoin-Firmen etc. Und diese Menschen kannst du zu dir ziehen, weil du jetzt Google mit Facebook verbinden kannst. Also du holst dir die Leute von Google zu Facebook. Dazu gibt es aber eine Voraussetzung. Das ist eine neue Google-Funktion und diese Google-Funktion ist in deinem Facebook-Konto standardmäßig nicht aktiv. Du kannst diese aber aktivieren. Ich zeige dir genau, was es damit auf sich hat, wie das geht und so weiter, unterhalb von diesem Video in meinem Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Und ja, ich habe viel Erfahrung. Ich habe viele Vertriebspartner, die im Bitcoin-Bereich sind, im Network Marketing, einer meiner größten Kunden. Und diese Erfahrungen, die bekommst du auch in diesem Kurs. Schön, dass du da bist. Und ja, viel Erfolg mit Bitcoins im Network Marketing. Rock it. Ciao, ciao. Servus.